Du meintest jetzt eine Performance. Ja. Sind es Flügel? Wo habe ich denn die Schere jetzt? Dankeschön. Hallo Guntram, ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen über deine Kunstkarriere. Und als erste Frage habe ich, was war der Auslöser für deine Karriere als Motorsägenkünstler? Oh, da muss ich sehr weit zurückgehen. Also, meine Mutter hat mir erzählt, dass ich im Alter von 4 Jahren angefangen habe, gesammelte Stöckchen im Wald zu finden. Ich habe die dann auf dem Asphalt, auf der Straße irgendwie flach gerieben und habe dann mit ihren Nähnadeln angefangen, kleine Gesichter reinzuritzen. Und ich glaube, das war der Anfang. Ah, okay. Warum und wo hast du mit der Holzbearbeitung angefangen? Ja, mit der Holzbearbeitung, wie gesagt, einmal als Kind hatte ich schon eine sehr große Zuneigung, irgendwie viel mit Stöcken und Ästen und zu basteln, aber auch dann, dass ich viel später, nachdem ich irgendwie in der Schule war und dann auch eine Lehre gemacht habe, hat mich der Weg irgendwie nach Afrika geführt. Ich war fast ein Jahr lang unterwegs und in den Grenzgebieten der Sahara, wo einfach alles nur Sand ist,
und die Ziegen eben an diesen Grenzen von Sand zu Wald oder zu Lebendigem die letzten Wurzeln noch weggefressen haben. Da habe ich mir gedacht, ich muss unbedingt etwas tun und habe dann angefangen, so einen Naturschutzgedanke zu entwickeln. Und ich glaube, das war eigentlich der Ursprung für mich, eben mit Holz oder mit Skulpturen angefangen zu arbeiten. Okay, spannend. Warum und wann hast du mit der künstlerischen Darstellung der Arbeit mit der Motorsäge angefangen? Mit der künstlerischen Darstellung, mit der Kettensäge, das war eben nach dieser Afrika-Reise, ich denke, das war so 1981, da konnte mir das einfach nicht schnell genug gehen. Ich habe am Anfang mit Beilen gearbeitet und mit Schnitzwerkzeugen und irgendwie hat mir dann mal ein Freund gesagt, du guck mal, ich habe da eine alte Kettensäge, vielleicht kriegst du die in Gang gebracht und das hat dann auch so funktioniert. Und irgendwie ist mir aufgefallen, wenn ich dann mit der Säge arbeite, dann hat sich da irgendwie sowas um mich herum gelegt. Ich konnte nicht mehr sprechen, es war einfach laut. Und so kamen dann Gedanken wie beim Schöpfen spricht man nicht und ich konnte mich ganz in die Arbeit rein vertiefen. Ja, also so fing das wohl irgendwann mal an. Was bedeutet die Performance dabei für dich? Die Performance ist eigentlich daraus entstanden, dass ich beim Schöpfen nicht spreche. Das heißt also mit Ohrenschutz und mit entsprechender Schutzbrille habe ich mich so in die Arbeit vertieft und hab dann festgestellt, dass einfach die Leute stehen geblieben sind, haben mir zugeschaut und so nach und nach hat sich dann quasi daraus irgendwie so eine Übung entwickelt, dass ich auch relativ schnell Dinge fertigstellen konnte und so quasi ist die Performance geboren. Und warum wolltest du mit der Kunst beginnen? Ja, das ist ich wollte nicht mit der Kunst beginnen, sondern die Kunst, die hat mich einfach angesprungen, schon als ich sehr klein war. Und ich habe immer wieder irgendwie gezeichnet oder ich habe einfach so vollkommen frei aus meinen Gedanken heraus kleine Kunststücke, Landart oder irgendetwas mit den Dingen, die ich gefunden habe, angestellt. Und ja, und das hat sich jetzt so durch mein ganzes Leben durchgezogen mit mehr oder weniger Themen. Aber das war wohl irgendwie der Anfang, etwas zu tun. Und das nannte man dann irgendwann mal Kunst. Und was bedeutet die Arbeit mit der Kettensäge für dich? Für mich ist dieses Werkzeug eigentlich ein Karikaturstift. Das heißt, ich kann mit der Säge zeichnen, stilisieren, ich kann ganz fein sein, ich kann schroff, ich kann einfach irgendwie in gewachsenes, natürliches Holz eine Form reinbringen. Und das ist die Kettensäge ist so mein verlängerter Pinsel eigentlich geworden. Was bedeuten die Arbeiten mit der Motorsäge am Holz? Was die Arbeiten am Holz bedeuten? Ja, Holz ist das einzige Material, was einen direkten Bezug zu Bäumen hat. Und Bäume, die liebe ich und ich arbeite hauptsächlich irgendwie mit Blitzschlag getroffenen Bäumen, mit umgestürzten Hölzern, mit Bäumen, denen ich irgendwie ein neues Leben einhauche. Und was bedeutet dir die Vorbereitung dabei der Auftritte, die du immer mal wieder hast? Das ist nochmal was ganz Spezielles, eine Performance zu machen. Und Performance bedeutet für mich, das ist eine Konzentration zu entwickeln auf der Bühne in sehr kurzer Zeit,
eine Darstellung entstehen zu lassen, die eine Aussage trifft. Und Performance, High Performance, schnelle Performance, ja, das ist irgendwie, das ist eine spannende Geschichte, weil da muss ich ganz klar sein und ganz konzentriert sein. Das hat was mit Kunstturnen zu tun. Und das war ich auch mal, ich war mal Kunstturner. Und das ist auch wie so ein Übungsablauf, den man sich im Kopf lange irgendwie überlegt und dann eben auch sehr oft üben muss, um quasi diese Form hinzubekommen. Und welche Bedeutung hat die Holzarbeitung für dich? Die Holzarbeiten? Holzbearbeitung. Die Holzbearbeitung. Genau. Also das kann man so sehen, dass quasi Holzbearbeitung ist für mich, Skulpturen zu schaffen, mit etwas, mit einem Material, das ja auch in gewisser Hinsicht auch was Vergängliches hat. Holz kann verbrennen, Holz kann alt werden, das zerfällt und dann entsteht wieder etwas Neues. Also das ist auch so befristet auf dieser Welt. Ne? Ein Baum, der wächst, der fällt um, es gibt ein zweites Leben für den ganzen Baum und dann irgendwie geht das Ganze wieder von vorne los. Also das beschäftigt einen ständig.